Ja, das ist also der Stream-Anfang, so ohne Kontext. Bei dem Kontext hab ich ja nicht mal ich. Also, wir können hier rein. Ja, das war ja vorher auch schon also, so. Also, wir sind jetzt in 1.0. Applaus. Und wir können hier Character Customization machen. Oh mein Gott. Ich find's auch schön, dass wir uns beide sehen in der Character Customization. Ach Mensch, den Goldhelm gibt's einfach, wenn man Early Access gespielt hat. Sieht ja ganz verboten aus. So, dann haben wir hier. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt gut aussehe. Mit meinem Goldhelm und meinem Goldtrinket und sowas. Ach so, die Toilette, da kann man dann irgendein Item reintun. Ja, da kannst du nicht draußen, sondern kacken. Oh! Was ist hahaha? Siehst du meinen Kopf? Ich sehe dich gerade gar nicht. Alles klar. Ricard der Dickschädel. Ich versuche immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja, immer mit dem Kopf durch die Wand, der Typ. Also. Was? Ich mach das jetzt auch in meinen Kanalfarben. Keine Kanalfarbe, ich habe einfach grün gemacht, warum auch immer. Das hat nicht mal einen Grund, das ist einfach nur, weil ich es gerade wollte. Ich habe mich hier sozusagen in meinen Among Us Farben gemacht. Among Us. Ich weiß nicht mal, wie ich dabei Among Us damals drauf gekommen bin, in grün zu spielen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also beziehungsweise genauer genommen hellgrün war es, glaube ich. Wo wir dann ja irgendwann mal die eine legendäre Folge hatten, wo sich dann irgendwie, ich glaube, Dover oder irgendein anderer hat sich dann ja Bricky genannt und in Dunkelgrün gespielt. Der Kettensägen-Mörder läuft rum. Nein, das lassen wir mal. So ist die Frage, ob alle unsere Notes noch da sind. Was? Pricky Pissen befloppte Wopperfabrik? Ja, hast du es nicht gelesen? Warum? Vor allem auch noch dieses schöne schräge Schild natürlich, dass das Ganze auch noch so richtig retarded aussehen lässt. Und Satisfactory ist abgestürzt. Was für eine Grafikkarte hast du? Ich habe. Was ist denn das für eine? Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. 1060? Ja. Ich sollte gerade so hinhauen. Gerade so? Ja. Das ist... Also GTX 1050 Ti ist eigentlich die Mindestanforderung, aber das müsste ungefähr hinkommen mit der 1060. Also ich meine, ich sag's mal so, das Spiel startet hier an sich. Das Problem war nur, dass gerade irgendein Unreal-Bug war. Ich gehe davon aus, dass da irgendwas an der Programmierung einfach kaputt war gerade oder so. Also du erfüllst die nur gerade so eben. Toll. Aber ich glaube, Grafikkarten, die zu schlecht sind, lösen auch keine Unreal sonst was Bugs aus, die das Spiel abstürzen lassen. Doch,
klar. Ich würde sagen, da startet das Spiel dann überhaupt nicht. Nein. Ist ja erst, wenn der aus irgendeinem Grund die Grafikkarte überlastet, dass er dann den Fehler bekommt. Kann ja auch sein, wenn du das nicht davor überprüfst. Was die, glaube ich, nicht machen. Das würde mich aber schon sehr wundern. Was waren denn die Mindestanforderungen vor dem Update? Ich glaube, das war 1050 nur. Ja, ist das nicht genau das, was es jetzt auch noch ist? Nein, jetzt ist die 1050 Ti. Ich google mal. Satisfactory GT X1060. Da wirst du wahrscheinlich nichts finden. So, ich überprüfe mal unsere Notes hier in der Nähe. Also, Minimum Specification, von wann ist denn das posted on a year ago? Da sagt er mir auf jeden Fall, die 1060 ging noch. Eins? So. Ich guck gerade mir die Miner an. Hier Crashing After 1.0 Update. Hat irgendeiner auch was geschrieben? Okay, das hat aber irgendwas DirectX irgendwelche Probleme haben die da. Autosaving. Wollen wir mal hoffen, dass das Spiel läuft. Ich finde es interessant, dass ihr mir jetzt auch sagt, dass Auto gesaved wird. Dir sagt er es jetzt auch, ja, das ist ja cool. Ja. Dann kann ich jetzt öfter Autosaven. Hallo? Ja, das ist ja eine ganz tolle Idee. Kannst du mal bei der Kohlefabrik am See gucken, ob die noch läuft? Die Kohlefabrik am See? Kann ich natürlich gucken. Ja, ob die genug Kohle bekommt. Die überhaupt noch Kohle bekommt, ist die Frage. Ich gehe zu der anderen Kohlefabrik. Was passiert eigentlich mit einem Miner, den man auf einer Node gesetzt hat, die gar nicht mehr da ist? Ist der einfach weg dann, oder? Nee, dann ist die Node weg. Er kriegt halt nichts mehr. Hier sieht noch soweit alles gut aus. Bei der Ölfabrik müssen wir auch gucken, ob da noch alles läuft. Ja, was ich mal so durchgelesen habe, es gibt jetzt irgendwie wohl ein Tier 9. Und ja. Das Mercer's 4 und der Summer's Zoo kann man wohl für irgendwas jetzt nutzen. Ja, die kann man was wächst. Und es gibt einen besseren Blueprint-Designer, der aber immer noch nicht okay ist, finde ich. Mhm. Ist immer noch. Ja. Warum sehe ich das Ding kaum? Wo ist er hin?
Kann sich die Feuerspucke jetzt unsichtbar machen oder was? Nee. Weil ich sehe die ganze Zeit nur Feuerkugeln, aber kein Viech. Ist das Vieh nicht eingeladen bei dir? Hier geht es ja gar nicht lang. Und es gibt bessere Belts. Achso. So, Kriterium-Ohr, haben wir da noch was? Ja, stimmt, das hatte ich auch gesehen, dass es irgendwie jetzt mag. Was weiß ich denn? Warum spawnen hier Viecher direkt an unserer Kohlefabrik? Na, da so große Viecher. Das haben wir die ganze Zeit schon. Ich habe nie verstanden, warum wir eigentlich so interessieren. Noch merkwürdig. Moon Gravity? Ja, die Moon Gravity. Was Ada? Samples of new alien species acquired. Also neue Alien-Spezies habe ich angeblich teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Hat Ada jetzt vergessen, dass wir schon die Ramböcke gefunden haben? Ja, das ist jetzt eine neue Ada. Eine neue Ada? Ja. Das finde ich aber nicht so nett. Wo ist denn die alte Ada hin? Die wird zu alt. Huch, hier ist jetzt ein riesen Krater. In der Wüste. Okay. Ja, alles, was ich über die Lore bisher gesagt habe, ist jetzt, alt. Aha. Das heißt, es ist veraltet und was ich jetzt Neues weiß, ist, wir sind nicht mehr der Erste, der hier runtergecrasht ist. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth, and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Okay, ich hab's kapiert. Ich soll im MAM alles untersuchen, obwohl wahrscheinlich die Hälfte schon untersucht ist. Oder sind jetzt die MAM-Forschung zurückgesetzt? Das weiß ich nicht. Es gibt aber neue Sachen in der Mauer. Ah. So. Also hier ist ein riesen Krater jetzt in der Wüste. Ja. Mit ein bisschen Wasser drin. Ein Skelett. Okay. Wir sind ja irgendwie 10 Millionen Gegner auf einmal bei dem Kohlekraftwerk. Hilfe! Wir wollen nur kuscheln. Die wollen nur kuscheln. Die wollen nicht nur kuscheln, die wollen mehr. Nee. Ich hau mir erstmal 20 Millionen Nüsse rein. Bitte falsch verstehen. Einer. Fuck ist das? Oh, das ist... Ich hab mir gerade gefragt, was ist das für ein komisches grünes Zeug da hinten? Ja, und was ist das? Naja, komisches grünes Zeug halt. Aha. Also hier kommen bei der einen Kohle kommen 120 raus, die ist aber auch schon gedoubled.
Bei der Kohle kommen auch 120 raus. Die ist nicht gedoppelt. Die ist normal. Also komisches grünes Zeug ist Uran. Achso. Ich habe gesehen, wir haben auch einige Gesprächsthemen aufgeschrieben. Haben wir die? Ja, du hast irgendwas aufgeschrieben, ich habe irgendwas aufgeschrieben. Ah, ja, warte, das muss ich mir dann erstmal angucken. Ich hatte gerade noch ein Gesprächsthema, was mir entfallen ist. Wir hatten in Gesprächsthemen stehen, du hast ja aufgeschrieben Space Marine 2 Entwicklungsgame. Und ich hatte hier einfach mal reingepostet, der Minecraft-Film. Mit also was ich ja eigentlich sagen wollte, war, ja. Space Marines 2, das ist jetzt ein relativ gutes Spiel, das ziemlich gut angekommen ist. Mhm. Wir hatten mal ja mal die Diskussion über Entwicklungszeiten bei Spielen. Space Marines 2 hatte die Entwicklungszeit 10 Jahre. Ach so. Und das ist ein Double-A-Game, kein Triple-A-Game. Ja. Nur damit du noch mal im Kopf hast, ja, Entwicklungszeiten sind lang. Okay, dann haben wir ja dieses Thema abgehakt. Das wollte ich noch mal in den Raum werfen. Ja, okay, also, da hatte ich ja den Minecraft-Film reingepostet, wo ja auch jetzt irgendwie der tolle Trailer rauskam. Ja, also der wird gut ankommen, weil der ist auf Kinder ausgelegt. Kinder gucken sich alles an. Ja, aber ob das dann gut ankommt, ist eine andere Frage. Bei Kindern, ja. Also wird sich verkaufen, so. Mm, ja gut, das schon. Ich glaube, bei den Kritiken wird das wahrscheinlich ziemlich durchfallen dann. Weil ich meine, was ist das für ein Design, was sie da haben? Das sieht aus, als hätten sie irgendwie KI-generierte Grusel-Tiere aus Minecraft. Ja, hat ja, auch irgendwo, habe ich wirklich gesehen, einer hat mal so einen KI-Checker da durchlaufen lassen und der kam dann irgendwie raus, ja, dieses Schaf da ist irgendwie zu 90% KI generiert. Ja, schön gemacht. Wer ist das? Warner Brothers, glaube ich. Ihr habt Minecraft sehr gut umgesetzt. Ja. Oh, ich weiß nicht. Ja, also ich glaube, den Wehrfilm werde ich mir eher nicht ansehen. Es sei denn, er kommt ja, jetzt unerwartet sehr gut an. Ich werde mir den Film angucken. Weiß ich nicht. Ja, aber ich meine, wie lange war jetzt der Minecraft-Film schon angekündigt? Irgendwie auch schon seit 10 Jahren mindestens. Ja, Notch hatte das noch gemacht. Ja, und jetzt kommt er tatsächlich raus, wo alle schon gedacht haben, der wird niemals rauskommen, dieser Film. Aber so, es sieht so aus, als ob all unsere funktionieren. Fatal Error. The UE Factory Game has crashed and wie. Weiter kann ich leider nicht lesen. Warte. Will close. Okay. Nee, das sind Nvidia-Einstellungen, glaube ich. Wo waren die GeForce? Ja, genau. Da, GeForce Experience. Und dann gehst du auf Treiber? Ja, ich weiß schon selbst, wie das läuft. Das Problem ist, das kann ich jetzt schlecht im Stream machen. Ich glaube, der Stream stürzt dann ab, ja. Das ist, was du machen kannst, weil in der Regel muss man. Ich will, dass erstmal GeForce Experience sich updaten muss, wie es aussieht. Ja, das kann auch sein. Ja, gut, also wir versuchen es jetzt nochmal und wenn das halt nicht läuft, dann werde ich irgendwann später mal die ganzen Treiber und sowas updaten und dann, keine Ahnung, machen wir morgen oder so, machen wir nochmal einen Anlauf. Was ich hier noch gucken kann, ob das Öl so weit läuft. Dann haben wir jetzt wenigstens mal den Minecraft-Film angesprochen, wo man ja vorsichtig sein muss, weil ja Mojang wohl offenbar, oder nicht Mojang, aber Warner Bros. Wohl offenbar sehr darauf achtet, dass da keine Kritik geäußert wird.
Und dann irgendwie öfters mal einfach was? Videos so geclaimed. Deswegen werden wir dann auf dem Thumbnail kommt dann einfach irgendein Minecraft-Bild hin oder sowas, nicht aus dem Film oder so. Naja, solange es nur geclaimed ist und nicht gestrikt, ist es ja alles okay. Ich weiß nicht, wie sie es machen, vielleicht striken sie das auch. Deswegen keine Ahnung, auf dem. Oder vielleicht packen wir aufs Thumbnail auch irgendwas ganz anderes. Ein Schaf. Ja, einfach ein Schaf. Ein echtes Schaf, einfach ohne Kontext. Und das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Okay, ich glaube, wir lassen das mal. Dann war das jetzt eine sehr kurze Folge, die eigentlich nur über den Minecraft-Film drei Worte verloren hat. Und, ja, ich guck mal, ob ich das dann, ob ich meine Treiber dann mal in Ordnung kriege. Ansonsten, keine Ahnung, können wir noch mal Minecraft streamen oder so?